Na, was ist mit ihm? Mit ihmchen hier hinten? Er hat auch wieder... Was habe ich für dich? Ach, genau, die... Jede Menge. Was kann ich für euch tun? Der ein... Gemüse allerlei. Hab ich... Kann ich gar nicht einen mit... Ach, kann ich gar nicht mitnehmen, scheiße. Komm, das Rezept. Es gibt 5 Silber. Scheiße. Crap, 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 crap. Hier, 4 Stück von diesen Schleimdingern. Die können weg. Zack. Plus 300 Rufe. Das ist ja nicht viel. Das kann der Scheiß. Der kann auch weg. Den brauche ich nicht. Komm, weg mit dem Shit. Am Rande des Waldes. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Einfache Telebrandsalben. Yay. Und nochmal 700 Ruf. Die Telebrandsalben, die braucht auch keine Sau. Die hier könnte ich auch mal irgendwie wegpacken, aber ich komme gerade nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Liste wieder frei mache. Ja, super. Und schöne Ernte. Da gibt es dann euch. Natürlich Ertelas Essenz. Was auch sonst. Na komm, für alle Fälle behalten wir die mal. Wer weiß, vielleicht kann man die irgendwann mal gebrauchen. Oder auch nicht. Die wollen gerade nicht. Okay, der hat auch keine Folgequest mehr. Das ist sehr gut. Und die hier... Es tut mir leid. Benötigt ihr etwas? Hat auch keine Folgequest, aber die da hinten hat noch eine Folgequest. Eine letzte Chance. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Beschafft Cardolans Schatz und dafür kriegen wir eine mittlere Rüstung Schultern, die nicht sonderlich gut ist. Und das Ding ist wo? Ganz da unten. Ja, das war ja so klar, dass ich wieder irgendwo ganz da rein muss. Das war klar, okay. Schildkrötensuppe weg. Was ist das hier? Hier in den... Verlassene Herberge und verlassene Herberge, okay. Grenzkontrolle ist auch da oben. Von Brenner Schragen, uralte Texte sammeln. Das ist mit dem Typen in Bre sprechen. Genau. In den Wald ist auch am den Hahn. Und dann haben wir noch 3 Jagdaufträge. Und Bruchstücke sammeln und den ganzen Scheiß, aber das ist ja alles. Das kriegen wir ja alles dauerhaft, mehr oder weniger. Jetzt muss ich nochmal gucken, was habe ich hier noch drin? Nichts, was ich mitnehmen kann. Hälfte? Jetzt habe ich jetzt die Hälfte weggeworfen. Das war jetzt auch schlau, Junge. Mann, war das schlau. So, lass mal gucken. 9. Das eine Ding kann weg. Das eine Ding kann auch weg. Kann ich hier nicht verkaufen? Zerbrochene Holzstreitkolben. Goldschmiedekunst. Kommt Gelehrtheit. Die komische Binsenlichtkerze, die kann weg. So. Jetzt kann ich ein bisschen mehr einsammeln. Jetzt machen wir die eine Quest noch und dann haben wir es, glaube ich. Dann haben wir die südlichen Hügelgräber komplett durchgequestet. Das ist natürlich fein. Dann kennen wir sie alle. Alle Quests kennen wir dann. Alle kennen wir. Alle. Wir kennen sie. Einfach alle. Da muss ich wieder zurückreiten und dann kann ich mich von da aus porten. Ja, die Hügelgräberhöhen habe ich leider immer noch nicht gesehen. Also zumindest nicht jetzt gerade im Moment. Aber wie ihr seht, ich bin immer noch im Gefährtenfinder-Status-Ding drin. Ne? Also ich bin hier nicht rausgegangen oder so. Ich bin immer noch in der Warteschlange. Da muss ich erst auf Verlassen klicken, sonst sucht er immer weiter. Nur, ja, an einem schönen, sonnigen Sonntagnachmittag scheint kein Mensch Herr der Ringe online spielen zu wollen. Zumindest nicht die Hügelgräberhöhen. Ich meine, kann ich den Leuten noch nicht verübeln, Gottes Willen. Aber das ist dann so einer der Momente, da braucht man dann, das sind dann die Momente, wo dann eine Gilde dann, oder eine Sippe, wie es hier heißt, Sinn macht, die auch weiterhin in Arbeit ist. Also ich habe es nicht vergessen, ich bin noch dran. Das Problem ist, dass ich noch nicht genug Namen habe. Ich brauche ja 5 Leute. Und wenn nicht genug Leute sagen, hier, ich möchte mitmachen, dann ist die Sippe direkt wieder weg. Und sobald es unter 5 Leute sind, dann wird die wieder gelöscht von ganz alleine. Und wenn die sich von ganz alleine löscht, ui. Achso, gerade gedacht, hä, was denn jetzt? Aber das ist nur für die ganzen Dinger, Dingensquests, Dingenskirchenquests. Wenn nicht genug Leute mitmachen in der Sippe, dann bräuchte ich die gar nicht aufmachen. Also,
Wenn ihr wollt, dass das Ganze schneller geht mit der Sippe, sagt euren Kollegen Bescheid, die sollen sich einen Account machen. Dann schickt er mir den Namen in-game. Ich schreibe mir die auf. Ich habe jetzt eine Liste stehen. Da stehen nur leider erst 3 Leute drauf. Ich hoffe, ich habe da auch keinen vergessen oder so. Aber bisher habe ich nur eine Liste von 3 Leuten. Ich hätte zwar noch theoretisch noch mich als 4. und ja, eventuell noch einen 5. Spieler, aber ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das funktioniert. Da muss ich dann erstmal gucken. Ups, scheiße, sorry. Aber das würde theoretisch jetzt schon gehen, aber ich, ne, ist dann auch kacke. Wenn ich das jetzt irgendwie zu schnell mache. Das muss ja auch nicht sein. Deswegen hätte ich lieber tatsächlich 4, also mindestens 4 echte Leute, statt ich mir irgendwas zusammenfake. Weil dann ist das Ding sowieso ganz schnell wieder weg und dann habe ich alles umsonst gemacht. Dann will ja auch keiner. Das soll ja auch irgendwie was bringen. Deswegen, wenn ihr mit mir spielen wollt, was heißt mit mir? Meistens, ne? Questen und so mache ich eh lieber alleine. Mit mir spielen ist immer relativ. Aber wenn ihr dann tatsächlich in die Sippe kommen wollt, dessen Name mir noch nicht eingefallen ist, Namensvorschläge sind auch immer gerne gehört. Oder gerne, ne? Gelesen, wie auch immer. Dann, schreibt mir in-game per Post euren Namen von dem Charakter, der in die Sippe kommen soll. Und sobald ich dann noch 2 Leute habe, dann wird die ganze Sippe gegründet mit einem Namen, den ich mir da bis dahin hoffentlich ausgedacht habe. Und dann geht's. Ja. Dann seht ihr immer, wann ich online bin. Dann könntet ihr mich theoretisch anschreiben. Was ihr wahrscheinlich auch tun werdet. Ich dann antworte, ist noch eine andere Sache, weil ich meistens, wenn ich hier laber, immer nicht so gut tippen kann. Also ich kann schon dabei tippen, aber ich bin dann immer... Das ist dann immer so doof, wenn man dann 3 Sachen gleichzeitig machen muss. Aber so irgendwelche Festquests oder also, ne? Dieses Frühlingsfest oder Herbstfest oder wie auch immer die alle heißen. Und irgendwelche Instanzen oder so zusammen kann man durchaus machen. Oder vielleicht mal eine Gruppenquest, das ist alles überhaupt gar kein Thema. Da wird sich schon garantiert irgendwas finden. Nur jetzt so dauerhaft durch die Gegend laufen und alles zusammen questen, das ist irgendwie doof für ein Let's Play. Weil wenn ich das mit ganz vielen Leuten hätte machen wollen, dann hätte ich das von vornherein mit ganz vielen Leuten gemacht. Welche bestechende Logik diese Sage jetzt hatte. Also nicht, dass ich das nicht wollen würde, aber nur together ist dann irgendwie auch blöd. Weil halt die wenigsten das Spiel so spielen, wie ich das gerade spiele. Ach, guck mal, der Herr der Unholde. Den töten wir doch einfach mal. Der sieht aus, als wäre der wichtig. Aha, Idiot. Rundbrechen. Einmal rundbrechen, bitte. So, komm her, stirb. Cardolan Schatz beschafft. Dem Cardolan seinen Schatz. Tja, laufe ich jetzt zurück und mache noch... ich müsste noch... Das wäre 5. Ich müsste noch 5 Unholde töten auf dem Weg. Wahrscheinlich muss ich die eh töten. Das sind die Relikte, die wollte ich gar nicht haben. Aber ich habe jetzt auch schon 5 von den Unholdschädeln. Und dann habe ich die Jagdquest nämlich das 3. Mal abgegeben. Das wäre nämlich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Wenn ich die dann habe ich nämlich noch ein paar Rezepte. Und wenn das so weitergeht, da sind nämlich bisher immer... Also da sind sowieso immer nur epische Rezepte drin. Und das Schild zum Beispiel gerade, das sah sehr geil aus. Also werde ich auf jeden Fall bauen. Und wenn ich das Zutat dafür benutzen muss, spielt ja keine Rolle. Aber wenn da so gute Items drin sind, dann habe ich eigentlich keine große Wahl mehr, als das Ding noch mitzunehmen. Und die 3 Dinge hier töten ist ja jetzt auch nicht die super Aufgabe. Weil ich muss eh hier wieder rauslaufen und komme da eh dran vorbei. Ich habe quasi eh keine Wahl. Wie geil der wieder aussieht hier. Achso, und für alle, die jetzt erst einschalten. Ich mache hier wieder groß Werbung. Für alle, die... Also nicht die jetzt erst einschalten, sondern die überhaupt irgendwie das vielleicht nicht mitbekommen haben. Wenn... Ich, also wenn ihr euch irgendwie groß verewigen wollt, hier in den ganzen Sachen. Nee, ich habe ja da noch... Ups. Ist da so Relikte drin sind in den Ratten. Naja. Gut. Was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar, es gibt immer noch die Aktion... die Aktion mit den Thumbnails.
Ich habe ja bei allen meinen Let's Plays Thumbnails, neue Thumbnails gemacht. Die ja anders, die ja nicht ganz so super typisch sind. Aber meiner Meinung nach sehr cool. Also wenn ihr, ne, könnt auch sowas, könnt ihr natürlich auch gerne mal irgendwie reinschreiben. Ob das jetzt cool ist oder ob das normalerweise besser ist oder, ne, also ein Scheiß. Ihr könnt ja allen möglichen Kram reinschreiben. In alle möglichen, einfach mal Kommentar. Ich höre mir ja alles an. Oder ich lese mir alles. Ich lese ja alles durch und versuche dann möglichst, ja, versuche immer zu reagieren, um es natürlich auch allen immer recht zu machen. Man kann es natürlich nie allen recht machen, aber ich versuche es möglichst irgendwie hinzukriegen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist nämlich die, ach Gold, geil. Und Tier, ach Ratte. Die Sache mit den Thumbnails. Alle Let's Plays haben diese neuen Thumbnails, bis auf Herr der Ringe Online. Das hat den einfachen Grund, dass ich für Herr der Ringe Online zwar die erste Folge neu gesubnails habe, thumbnailed habe, für die, damit es besser aussieht in der Playlist-Übersicht. Ich aber für alle anderen Folgen noch keine neuen Thumbnails gemacht habe. Das hat den einfachen Grund, da ich Custom-Thumbnails dann habe und aktuell ja immer nur irgendein Bild von irgendwie der Gegend meistens als in den Hintergrund werfe. Das ist jetzt nicht so viel Arbeit, das ist ja relativ easy peasy going gemacht. Und da ist dann halt die Sache, da kann man gerne mal was dran ändern. Das ist ja auch, ne? Warum auch nicht? Da ist nur die Frage, ich habe natürlich jetzt die 150, weiß nicht wie viele Folgen, alle nie irgendwelche Screenshots oder so gemacht. Das heißt, ich müsste mich einloggen, müsste ins Spiel gehen, müsste mir die entsprechende Stelle raussuchen, wo ich meine, das würde zum Folgentitel passen. Und dann da das UI ausblenden, das übrigens mit F12 geht. Womit ich jetzt gerade einen Screenshot gespeichert habe, weil ich gerade das Ding in Steam eingespeichert habe. Was ist das für ein beschissenes Geräusch gewesen gerade? Ach, das macht er jetzt jedes Mal. Na super. Ja, auf jeden Fall. Thumbnails sollen aussehen so. Zum Beispiel wichtig ist jetzt hier die Gegend. So soll das Thumbnail aussehen. Das kommt dann in das kleine Fenster von dem Icon. Also in das kleine, hallo, ich habe das doch abgebaut gerade. In das kleine Thumbnail-Fenster. Ist da immer noch der Opal drin? Ist das deswegen noch da? Ah ja, tatsächlich. Und das ist dann tatsächlich da. Das wäre dann das neue Thumbnail. Jetzt ist natürlich die Sache, ich habe natürlich jetzt keinen Bock für 150 Stück rückwirkend die alle zu machen. Also ich hätte schon Lust dazu, aber es ist natürlich enorm viel Arbeit. Deswegen die Möglichkeit für dich an dieser Stelle, wenn du das Spiel anfängst, wenn du es gut findest, kommst du ja, je nachdem welchen Charakter du spielst, beziehungsweise welche Rasse, unweigerlich an den Sachen vorbei, wo ich auch gequestet habe, da ich ja alles mitgenommen habe. Das heißt, wenn du möchtest, dass du irgendwie da noch verewigt wirst, auf den Thumbnails, ne, also offensichtlicher geht's ja dann nicht, dann würde ich das tatsächlich so machen, dass du an skatlp@gmail.com eine, oder, ja, per PN wird schwierig, sei denn, dass es irgendwie in einer bestimmten, dann mit einem Link zu so einer Hotlink-Seite oder so, Hügelgrabeisen, okay, dann mir einfach eine E-Mail schicken mit dem Bild. Das sollte natürlich in mindestens, ja, irgendwie 720p sein, also in einer einigermaßen gescheiten Auflösung und halt ohne UI und aus der Ego-Perspektive. Und dann habe ich das zumindest so vor, dass ich einige von den Dingern selber mache. Und aber einige dann so ein, ja, so eine Banderole unter dem Bild kriegen, wo dann natürlich dann der Name draufsteht, desjenigen Users, entweder der Ingame-Name oder der YouTube-Name oder der echte Name, das könnt ihr euch dann aussuchen, von wem dieses Foto kommt. Das soll natürlich nicht dann, ne, ohne irgendwie Belohnung sein, sondern ihr werdet dann vermerkt und, auf meinem Thumbnail, so dass es jeder tatsächlich sehen kann, der dann sich das Video anguckt, da steht dann dein Name. Und wenn du den da haben willst, dann gehst du jetzt online und machst dann die ganzen Fotos und schickst mir die alle. Und je mehr du schickst, desto öfter kommst du davor. Und ich sag mal, alleine schon zum Beispiel, wenn du jetzt auch Let's Player bist und dir denkst, boah, ich mache jetzt auch Herr der Ringe Let's Play, aber so Werbung oder so. Ja, scheiße, wie machst du Werbung von dir? Werbung von sich selber machen ist immer scheiße. Weil du kannst ja natürlich irgendwo hinschreiben, hey, ich bin der und der und guck mal meinen Kanal. Dann wirst du direkt gehatet und dich kann keiner leiden und alles ist scheiße und hat irgendwie nicht so viel gebracht. Ich werfe mal das Harz weg. Der Harz.
Das geht alles nicht, scheiße. Auf jeden Fall wäre das dann eine könnte ich denn nicht meinem Elend überlassen? Sehr schöne Variante, um deinen, ja, deinen Kanal zu bewerben. Wenn du also dann subtile, aber denke ich effektive Kanalwerbung haben möchtest, das wäre dann so, als würde ich unter deinem, in deinem Thumbnail würde dann unter dem Foto würde dann da stehen Eskad LP. Und dann würde jeder sehen, okay, alles klar. Das ist zwar, das ist zwar auf dem Kanal, aber das Foto ist von dem und dem. Der spielt das also auch. Gucken wir da mal vorbei. Heißt, schon wieder ein Kanalview mehr. Und wenn du dann auch gute Videos machst und gute Qualität hast und alles, dann hast du unter Umständen schon einen Viewer mehr und unter Umständen schon ein Abo. Und tada, so funktioniert Werbung. Werbung 101. Halte ich für eine sinnvolle Variante. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, schickt mir so viele, wie ihr wollt. Je mehr, desto mehr Werbung ist es natürlich für euch. Und ja, also wie gesagt, ich erwarte da diverse Postrücksendungen. Bisher kam noch nichts. Vielleicht habe ich es einfach nur zu kurz erwähnt in einer Folge, aber ich sollte es vielleicht nochmal in die Folgenbeschreibung irgendwie reinpacken oder so. Genau wie den Server. Ich werde das, glaube ich, mal machen. Ich mache da so einen Contest draus. Oder ich mache nochmal ein Infovideo oder irgendwie sowas. Ich denke mir da irgendwas aus. Auf jeden Fall, ihr habt es jetzt nochmal gehört und die Chance ist auf jeden Fall da. Ihr müsst es mir nur schicken. Es liegt an euch. Ich kann die Fotos auch selber machen, das ist nur Arbeit für mich. Ist aber machbar. Aber ich dachte mir, ich grüße euch. Guck dann einfach mal und das müsste doch für alle auch ganz interessant sein. Dachte ich. Nicht genug Platz? Ich habe genug Platz. Warum kann ich da nicht mitnehmen? Ich habe doch hier Saphir-Splitter. Hallo, komm. Oh, ist das Ding doof. Ich krieg doch nur einen Saphir-Splitter, komm. Ich krieg den Saphir-Splitter, der stackt mit dem und dann habe ich hier einen Platz frei. Aber er will einfach nicht. Hey, komm, diese Ohren, die drei Stück. Scheiß drauf. So, jetzt geht's, weißt du. Und bereits bekannt. Ach Mann, das ist das gleiche Schild.